Gut. Würde ich sagen. Wie friedlich sie schläft. Da hilft nur extra starker Kaffee. Kaffee. Extra starker Kaffee. Hey, Gol! Gol! Aufwachen! Sie schläft tief und fest. Ausgezeichnete Diagnose, Herr Doktor! Tja, ich kenne mich halt aus mit Schlaf. Ja. Kann man hier irgendwas anklicken? Zur Bühne, Türknopf. Ein Karton. Die Luftballons lagern hier offenbar schon eine ganze Weile. Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind. Und warum auf einigen mein Gesicht drauf ist. Ich habe eine vage Vermutung, warum. Gibt's noch irgendwas anderes hier? Nein, sieht nicht danach aus. So, reden wir besser mal mit dem Doktor, oder? Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Wird sie wieder gesund? Wird sie wieder gesund? Um das zu beurteilen, müsste sie erst einmal wach sein. Dann wecken Sie sie doch. Das geht leider nicht so einfach. Ich habe schon jedes Aufputschmittel aus meiner Apotheke ausprobiert. Nichts war stark genug. Ich bräuchte irgendetwas noch viel Heftigeres. Etwas Heftigeres? Das klingt nach einem Job für mich. Ich bin super heftig. Ich werde Sie retten. Worauf warten Sie? Helfen Sie ihr. Ich will einen Notfall melden. Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein. Nein, 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 nein. Definitiv nicht. Haben Sie ein Aufputschmittel für mich? Danke fürs Gespräch. Wir fangen von oben an, würde ich sagen. Ich werde Sie retten. Ha, viel Glück. Hast du zufällig ein Wunderheilmittel dabei, das Sie aufweckt? So eine Art Kaffee mal 1000? Ich arbeite dran. Tu es bitte woanders. Worauf warten Sie? Helfen Sie ihr. Das würde ich ja gern, aber ich werde ständig von sogenannten Bekannten der Patientin gestört. Sogenannten Bekannten? Das klingt lustig. Können Sie das 1000 Mal hintereinander sagen? Warum sollte ich? Ich kann auch 1000 Mal hintereinander verzieh dich sagen, ohne dass es etwas ändert. Wo er recht hat. Ich will einen Notfall melden. Ich will einen Notfall melden. Ich höre. Ja, ist die Frage. Warte. Ich hatte die Zwicken im Rücken, Feuer, Diebstahl. Ich mach mal Diebstahl. Diebstahl! Unmöglich! Das hätte meine Diebstahlsensorik längst detektiert. Sie haben eine eigene Diebstahlsensorik? Wie du nur allzu gut weißt, vereine ich alle Notfallpräventionsaufgaben des Dorfes in meiner Person. Ein kleines Dorf wie Kuwak ist einfach nicht groß genug für getrennte Arztpraxen, Feuerwachen und Gendarmerien. Sollte man zumindest meinen. Seit deinem 8. Lebensjahr sehe ich das allerdings etwas anders. Feuer? Feuer! Unmöglich! Das hätte meine Brandschutzsensorik schon längst detektiert. Sie haben eine eigene Brandschutzsensorik? Ja, die wurde nötig, als du 8 wurdest. Das war mein letzter Geburtstag mit Dad zusammen. Es gab einen Kuchen. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein Feuerwerk. Ich mich auch. Unglaublich, was 8 Kerzen alles anrichten können. Okay. Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich empfehle Bettruhe. Also, verschwinde. Doch kein Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast so schön, um wahr zu sein. Gut, haben Sie ein Aufputschmittel für mich? Haben Sie ein Aufputschmittel für mich? Damit du noch nerviger wirst, vergiss es. Außerdem habe ich ohnehin schon alles, was ich dabei hatte, verwendet. Vergeblich. Ich habe zwar noch etwas im Medizinschrank meiner Praxis, aber da lasse ich niemanden ran. Das werden wir ja sehen. Was war das? Zeit für mich. Das sage ich schon die ganze Zeit. Oh, Entschuldigung. Da bin ich außerdem auf die rechte Maustaste gekommen. Gut, danke fürs Gespräch. Danke fürs Gespräch. Nichts zu danken. Wirklich gar nichts. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Ich muss aufpassen, ich bin es nicht gewohnt, nur die Maus zu verwenden. Deswegen
Sorry, falls ich manchmal die Dialoge überspringe, die einfach zu geil sind. Okay. Halt! Wo willst du hin? Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Dann bist du hier falsch. Durch die Tür geht es zum Bürgermeisterbüro und da geht es heute der Reihe nach. Also zieh eine Wartenummer oder verschwinde! Okay, gehen wir zur Poststelle eben. Stopp! Das Postamt ist bis auf Weiteres geschlossen. Bis wann? Bis die Uhr am Öffnungsschild anzeigt, dass es geöffnet hat! Da ist aber keine Uhr. Gut beobachtet. Und jetzt? Weg von der Tür! Irgendwie ist sie ja sympathisch, muss ich sagen. Gut, dann gehen wir ein bisschen hier im Dörfelein rum. Wir brauchen einen super starken Kaffee. Was haben wir denn dabei? Magneten, Luftballons und Wartenummer 66. Okay. Wo sind wir? Ach, da oben. Gehen wir mal zu Tonis Hütte. Zu Tonis Laden. Gehen wir mal Toni ein bisschen ärgern. Oder fragen, was auch immer. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Muss ich mal kurz gucken, während der... Was für ein langer Weg! Alter Schwede. Es sieht so aus, als sei Toni im Laden. Wenn ich da jetzt reingehe, muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen. Ach, was soll's. Besser, ich bringe es hinter mich. So sieht's aus. Ach, sieh an. Wen haben wir denn da? Ist das nicht Evil Knievel? Der Meister der Schwerkraft? Der Himmelsstürmer? Der Windjockey, der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären, und doch steht er hier, direkt vor mir. Wer hätte das gedacht? Tja, ob du es glaubst oder nicht, diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ich war auf einem Organon-Kreuzer, auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir? Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, also ohne dich, oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. Wenn ich das Mädchen geweckt habe und sie mich mit nach Elysium nimmt, wirst du dich schon noch wundern. Ihr werdet euch alle wundern. Also Toni ist ja schon ein Biest, muss ich sagen. Sehr gehässig und schadenfroh. Aber Rufus ist auch nicht gerade ein weißes Schaf. Wie läuft das Geschäft? Wie läuft das Geschäft? Seit wann interessiert dich das denn? Wer sagt denn, dass es mich interessiert? Ich bin nur extrem höflich. Du hast vor allem eine extrem falsche Vorstellung von dir selbst. Das liegt daran, dass mein Spiegelbild so blendet. Oh. Au. Au. Warum so sauer? Warum? Du hast meinen Briefkasten zerstört, meinen Hinterhof verwüstet, meine Vorräte aufgefressen. Und wenn ich herausfinde, dass das Verschwinden meiner Lieblingsstiefel irgendwie mit dem Bau deines komischen Fluchtapparates zusammenhängt, dann gnade dir Gott. Irgendwo drin musste ich doch das Schwarzpulver transportieren. Was? Ach nicht. Oh, Entschuldigung. Mann, ich komme immer auf die Maus. Das ist total zum Kotzen. Ich würde gerne etwas kaufen. Ich würde gerne etwas kaufen. Von welchem Geld denn? Oder hast du jetzt neuerdings einen Job, von dem ich nichts weiß? Ich würde dir das Geld ja auch zurückgeben. Was sind das für Coupons? Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool, die nehme ich doch glatt. Hey, Pfoten weg! Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Oh. Wo er recht hat? Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Ich wollte mich verabschieden, bevor ich diese Müllkippe verlasse. Oh, schon wieder Fluchtgedanken? Merkst du eigentlich noch was? Du wirst hier nie wegkommen. Nie, nie, nie.
Und das heißt, ich habe dich für den Rest meines Lebens am Hals. Was war das gleich mit diesen Coupons? Wie war das gleich mit diesen Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Und? Nein, du bekommst sie nicht geschenkt. Tolle Geschenkgutscheine. Okay, ich würde sagen, geh mal, ich muss, oder? Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Ich muss weg. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken, was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Finger weg von meinen Sachen. Was denn? Ich stöber doch nur ein bisschen. Stöbern tun zahlende Kunden. Was du meinst, ist stören. Okay, ich glaube, wir werden nicht wirklich was davon kriegen. Hey, stopp mal. Was genau hast du vor? Ich dachte, ich nehme mir ein paar von diesen Versandcoupons. Dann kann ich meinen Freunden überall auf Deponia offenbar Haken und Bleigewichte schicken, so wie das hier draufsteht. Okay, Punkt 1. Du hast keine Freunde. Du bist ein selbstverliebter Egoist, der sich einen Dreck um andere Menschen schert. Punkt 2. Was in aller Welt bringt dich auf die Idee, du könntest einfach irgendwelche Sachen aus meinem Laden mitnehmen? Du könntest es doch für mich anschreiben. Anschreiben? Anschreiben? Wovon, mein Freund? Willst du das denn jemals zurückzahlen? Oder hast du plötzlich einen Job, von dem ich nichts weiß? Nicht direkt, aber... Ist es denn nicht genug, dass ich dich noch immer bei mir wohnen lasse? Dass ich dich durchfüttere? Und zum Dank muss ich sogar noch den ganzen Müll entsorgen, den du täglich fabrizierst? Warum mache ich das eigentlich? Ich meine, warum mache ich das? Es ist ja nicht so, als wären wir noch... Oh, Himmel, mein Blutdruck. Ich muss meditieren. Einatmen, ausatmen. Finger weg. Ist ja gut. Sollen wir es nochmal wagen? Finger weg. Ist ja gut. Kann ich was anderes mitnehmen? Ah, autsch! Ey! Aua! Guck mal! So eine kleine Wunde und doch so viel Genugtuung. Das heißt, warte mal, du kleine Ratte. Hast du etwa wieder versucht, Haken zu klauen? Toni, bitte, ich verblute hier. Wenn auch nur die geringste Hoffnung bestünde, dass du jemals aus deinen Fehlern lernen könntest, würde ich sagen, mach doch. Aber leider hast du einmal zu oft bewiesen, dass du niemals dazu lernen wirst. Also hier. Nimm den Apothekenschlüssel und verzieh dich aus meinem Laden. Wenn du nicht immer gleich so meckern würdest, würde ich vielleicht auch mal zuhören. Okay, wir haben jetzt das, was wir haben wollen. Durch einen Zufall jetzt. Gott, war das ein Dauerdialog hier, ey. Mein lieber Herr, ihr sagt zwar einen. Wir müssen... zu Tonis Hütte. Zu Tonis Hütte, bitte. Ja, jetzt haben wir den Arzneischrankschlüssel und wir werden jetzt mal ein bisschen Tabletten schnubbernieren, also stöbern gehen. Vielleicht finden wir endlich was Interessantes da drin. Ach, der Weg ist ja wieder frei. Cool. Das sieht gar nicht aus wie eine Tür. Müsste eigentlich längst übergekocht sein, aber okay, gut, dann... Na gut. So, Apothekenschrankschlüssel.
Beruhigungsmittel. Die Sache hat schon einen Haken. Sie braucht nicht noch einen. Tonis Beruhigungsmittel. Dr. Gizmo sagt, es bekämpft die Symptome, aber nicht die Ursache. Wie meinte er das wohl? Okay, belassen wir es einfach so. Hinter Tonis Hütte waren... genau, gehen wir kurz hingucken. Vielleicht finden wir da jetzt auch noch was Interessantes nach dem ganzen Crash hier. Oh. Interessant. Also wir finden da tatsächlich noch ein paar Sachen. Es liegt genau da, wo ich es fallen gelassen habe. Toni hätte ruhig aufräumen können. Er ist ja schon eine Schlampe. Komm. Es kann doch nicht so schwer sein zu explodieren. Ich schaff's doch auch immer wieder. Na, obwohl das nicht gerade gesund ist, klingt's cool. Eigentlich sind Trichter was für Feiglinge. Aber nach dem dritten explodierten Öltank... Gut, wir müssen ein paar Sachen dabei. Ich denke mal, die beiden können wir irgendwie verwenden. Ja, wir werden schon irgendwie einen Nutzen dafür finden. Meine Güte. Ich hab's jetzt aber auch. Aber ich mache jetzt gleich auch eine Aufnahmepause, denn so langsam drücken die Kopfhörer und ja, man kann nicht dauerhaft immer das gleiche spielen. Ich muss auch mal was anderes noch machen. Ich hoffe, das ist verständlich. Und hab jetzt auch erstmal was, paar Folgen. Kann ich die Chilischote irgendwie mitnehmen? Autsch, heiß! Toni hatte schon immer einen seltsamen Geschmack, was Blumen anbetrifft. Vielleicht den Haken dazu. Uah, Feurio! Feuer im Inventar! Feuer im Inventar! Puh. Hier brauche ich wohl doch eher so eine Art Schutzanzug. Echt jetzt? Lol. Okay. Gut, dann lassen wir die Chilischote mal da. Was ist das denn da? Okay. Na gut, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal hier oben hin. Und ich bedanke mich herzlichst fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und sorry, falls ich hier und da ein bisschen weniger gequatscht habe. Ist eben halt ein ganz anderes Genre für mich. Und ich muss mich da auch noch sehr reinarbeiten. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder bei Deponia. Und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Geil. Ach, geil. Ich mag das Spiel. Ich mag das echt. Ich mag's echt. Tschüss.